So, willkommen zurück zu Bulletstorm. Vermutlich, vielleicht, wie auch immer, zur letzten Folge? Ich weiß es nicht. Wir sind auf dem Weg zu Ulysses mit Serrano und dem Trottel da. Danke fürs Öffnen. Und ja, wir sind gut auf dem Weg. Da oben ist die Ulysses schon. Das Gebäude ist durch das Gewicht der Ulysses gewaltigen Belastungen ausgesetzt. Wir uns deshalb sein lassen. Nickerchen halten? Du hast die Führung, also gibst du auch das Tempo vor, Ishii. Wo lang denn? Ich hätte den vielleicht einfach folgen sollen. Ah, hier. Bohrer-Munition. So. Scheiß drauf. Hat nicht geklappt. Was ich vorhatte. Wie funktioniert das? Im geladenen Schussmodus kannst du den Bohrer zu einem neuen Ziel umleiten. Achso, das heißt, er erstarrt, wenn wir ihn treffen. Ach so, und dann müssen wir nochmal einfach auf das neue Ziel klicken. Na gut. In diesen engen Räumen natürlich einfach ein Fest. Eine Sackgasse. Nein, es gibt einen Weg hindurch. Wo denn? Ach da. Nice. Aber jetzt nicht so beeindruckend, ehrlich gesagt. Wir sind fast da. Also die anderen Special-Fähigkeiten der Waffen fand ich irgendwie cooler. Nett. Ich muss überhaupt nicht schießen bisher. Erstaunlich. Noch irgendwas Interessantes über hier? Über hier. Hier drüben. Wie auch immer. Ich kann nicht richtig reden. Kann ich bitte da mal durch? Hier ist nichts. Ja, ich würde sagen, wir sind bei Ulysses. Das wollte ich eigentlich nicht sagen, weil ich es ja nicht wissen konnte. Und was jetzt? Wir entschärfen die Bombe, würde ich sagen. Sieht ja genauso aus wie auf unserem Anfangsschiff. Natürlich! Ja, mach hinne. Ich schieße dich gleich kaputt. Oh, ist das Baby etwa mies gelaunt? Das ist die Schuld, richtig, Junge? Und all diese Toten helfen auch nicht wirklich. Gern geschehen. Wirst du etwas sensibel, Junge? Soll dich Papa in den Arm nehmen und dir sagen, dass du das gut gemacht hast? Die Fluchtkapseln. Nur die Hälfte von ihnen wurde benutzt. Wir hatten nicht wirklich viel Zeit, nachdem dein kleiner Wichser hier uns gerammt hat. Wir haben dein Schlachtschiff abgeschossen, das haben wir getan. Deinen kostbaren Warbird mit einem Klasse D-Spectre vom Himmel geholt. Das tut doch bestimmt weh, oder? Und auch wenn es nicht deine ganze Crew rechtzeitig in die Fluchtkapseln geschafft hat, dir ist es gelungen. Frauen und Kinder zuerst, war es nicht so? Hm. Boah, schon wieder nach unten. Okay. Ich habe mich zugegebenermaßen gerade ein wenig erschrocken. Ich bin gerade etwas zu still. Hochentzündlich und giftig. Ihr dürft nicht schießen.
Keine Knarren. Na, das wird ein Spaß. Okay. Darf ich mal ausnahmsweise? Ich will einfach einmal, tut mir leid. Hä, ist doch alles in Ordnung. Solange man es nur einmal macht, hat man dadurch einen riesen Vorteil. Einfach warten, bis es wieder geht und dann nochmal das Ganze, oder? Man darf sich jetzt natürlich nicht mehr so viel treffen lassen. Oh. Vielleicht sollten wir die lieber hier reinziehen. Nur so als Idee. Das mit dem Gas scheint jedenfalls nicht so ganz zu klappen, wie ich mir das überlegt hatte. Hier wäre auch noch einer gewesen. Oh. Hoppla. Kannst du da bitte mal reinfliegen? Danke. Ein paar Stockwerke nach oben und wir sind da. Was ist das? Verdammt. Elektromagnetische Impulsfelder. Die Automatik ist mit dem Turm das Sicherheitsprotokoll aktiviert. Nochmal. Alle rüber. Hey, mach langsam, Partner. Ich mach meine Mutanten hoch. Oh. Ach ja. Schlagabtausch. Wohin, wohin, wohin? Wo müssen wir bloß hin? Nein, nein, nein. Ich bin zugegebenermaßen ein bisschen unkonzentriert inzwischen. Oh, hoppla. Entschuldigt, Jungs. Ich nutze es einfach schamlos aus, dass wir ziemlich unverwundbar sind. Ich meine, normalerweise wären wir danach eigentlich so gut wie tot. Also Kinder nicht nachmachen. Ach ja. Ja, wie Ziel außer Reichweite, ich wäre gerade fast rübergeklettert, du Arsch. Schade. Und rüber. Tja, ich würde sagen. Hey, wartet auf mich! Verdammt, wie war nochmal der Code? Willst du mich verarschen? Ich hab nur Spaß gemacht! Witzig, oder? Yep, dafür hat es sich gelohnt, die Ladung zu verschwenden. Passt eigentlich. Wir können eigentlich unser letztes Geld eben nochmal eben ausgeben, so. Können Sie noch? Wieso laufe ich immer noch mit dem Bohrer rum? Hm, egal. Ladung kaufen und tschüss. Ja, du nennst ein Problem, ich nenne es eine Herausforderung. Oh. Ach so. Nein, nicht den. Das Ding da oben meine ich doch. Grilled. Naja, Cheese nicht, aber Bacon. Verzieht euch. Immer mit der Ruhe, Jungs. Immer mit der Ruhe. Ein Headshot. Ein Beinshot.
Alt gut, ne? Triebwerksraum ist direkt davor! Gott sei Dank. Ich bin es nicht gewohnt, dass eine Mission erfolgreich endet. Liegt daran, mit wem du gearbeitet hast. Yo. Hey, wo willst du hin? Ach, das ist die Bombe. Das Scheißteil. Es ist gesichert, du Idiot. Dafür sind zwei Leute nötig. Ich muss den Schlüssel in exakt demselben Moment umdrehen, indem du den Deaktivierungscode eingibst. Sonst geht die Bombe hoch. Geh darüber. Ich mach den Code bereit. Kann auch bedeuten, dass er sich in eine Rettungskapsel absetzt, in sein Rettungsschiff und wir das Pech haben. Er meint hier, oder? Los, Bewegung! Nein, meint er offenbar nicht. Wo sollen wir hin? Ah! Ach, hier. Halt! Eine falsche Bewegung und sie geht hoch! Los! Ideenhebel, um Zugriff auf die Konsole zu erhalten. Jetzt was Falsches machen. Folgenden Code ein. D-U-B-L-Ö-D-M-A-N-N. Du blöd Mann. Jetzt den gelben Knopf, um den Code zu bestätigen. Verarscht. Miese Ratte. Such uns einen Weg hier raus. Geht nicht. Die verstärkten Wände sind zu dick, um die Umgebung zu scannen. Ja, und nun, ich bin ein bisschen panisch mit so einer dicken Bombe hier daneben. Achso. Los, komm! Gut, der Planet wird gesäubert, auf jeden Fall. Reiß dich zusammen, Ishii. Wir haben noch eine Chance. Sicher? Wir müssen zu Serranos Rettungsschiff, dann legen wir das Stück Scheiße um und fliegen nach Hause. Vertrau mir einfach. Klettern nicht immer durch mich durch. Das ist mega eklig. Doch wohl nur irgendein abgefuckter Witz sein. Das ist kein Witz wohl. Das ist einfach das Ende des Weges. Der unausweichliche Abschluss. Scheiß drauf. Glück gehabt. Hier, sieh mal, was ich gefunden habe. 200 Meter Sturz. Jo, beeindruckend. So viel zu dem Glück gehabt. Du, eine Tür schließt sich, eine andere öffnet sich. Was habe ich dir gesagt? Vielleicht hast du ja recht. Vielleicht gibt es immer einen Ausweg. Genau, immer. Jetzt legen wir den Wichser um und verschwinden von hier. Ich wollte es gerade mal ein bisschen beschleunigen. Oh, diese verfluchte, abgewichste Scheiße. Wir sind wieder genau da, wo wir angefangen haben. Letztes Mal hat der Raum aber nicht gebrannt. Okay. Es muss einen Ausweg. Zum Beispiel die Tür, die wir noch nicht benutzt haben. Einfach das Ende. Ich möchte lieber in Frieden sterben, als wie wahnsinnig das Schicksal herauszufordern. Ich bin an all dem hier schuld. Wenn ich sterbe, ohne es in Ordnung gebracht zu haben, dann erwartet mich bestimmt kein Friede. Was? Wir haben Gesellschaft. Zufällig jemand namens Trisher, Trishka. Oh, wie überraschend. Deus Ex Machina, wie zum Teufel? Wovor hältst du mich, eine verweichlichte Tussi? Ich bin eine verdammte Final Echo-Kommandantin. Hab mich an einem Stromkabel festgehalten. Macht schon, hier stürzt alles ein. An so einem Stromkabel? Du müsstest tot sein. Ich nehme mal an, das war's. Nee, immer noch nicht. Siebter Akt, Kapitel 1. Das Ding haut ohne uns ab. Okay, das Spiel könnte doch noch länger werden als gedacht. Eure Hosen sind noch trocken. Meine Hose ist trocken, aber mein Arsch juckt vor Freude. Du hast ziemlich verängstigt ausgesehen. Selbst ein Mann hat manchmal Angst und ich bin nicht zu stolz, das auch zuzugeben. Habe den Funk abgehört. Das Rettungsschiff ist unterwegs zum Raumhafen. Der liebe Grey redet ziemlich viel über seinen Arsch. Ich fühle mich echt mordlustig. Entkomme aus der Ulysses. Verschwendet keine Zeit. Das Gebäude wirkt unwohnlich. Der Boden hoch. Folgt mir. Hüss. Ich weiß nicht, ob es was bringt, Trishka. Aber es tut mir leid.
Hätte ich gewusst, was Serrano vorhat. Geht mir gut. Wirklich. Danke. Und jetzt? Habe ich was verpasst? Hallo? Ach so. So eine dicke Säule kann man mit einem Tritt bestimmt nicht wegkriegen. Außer natürlich, man heißt Gray. So, und hoch. Ich werde es auf jeden Fall doch noch schneiden. Auch wenn ich nicht glaube, dass es noch allzu lange ist, das Ganze. Wenn du dich quälst, hätte ich es mir schlimmer vorgestellt. Ja, wie weit ist der Raumhafen entfernt? Nicht weit, aber sie werden auf ihn warten, also... Schon kapiert, beeilen wir uns. Sie warten nur auf ihn, weil alle anderen sind ja tot. Versorgungsschiff. Und ich wechsle die mal wieder gegen die Sniper. Und ab geht's, runter. Das Urlaubsresort mit einem Haufen krankverpflichteter Straftäter aufzubauen, war wohl doch eine scheiß Idee. Ich schätze, die Trottel, die es gebaut haben, haben ständig mit dem Begriff Narrensicher um sich geworfen. Na, dann sind wir doch froh, dass wir alle Narren sind, nicht wahr?